Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Nordrhein-Westfalens Landwirtschaft soll gentechnikfrei bleiben. Toll, das wollen wir auch. Und wir sagen auch gleich noch dazu, wir Piraten sind grundsätzlich gegen Patente auf Lebewesen. Also wir unterstützen den Antrag, um es gleich vorweg zu sagen, der Unionsantrag, weil er, den halten wir inhaltlich auch für gut, aber weil er eben nicht die Frage der Patente berührt, haben wir als Fraktion beschlossen, uns dazu zu enthalten. Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, dass das für den Kommunalwahlkampf in NRW richtig ist. Das ist sicher richtig, aber da sage ich als Kölner, man muss auch Jönne können. Aufgrund der Tatsache, dass die Bundesregierung sich da bei der EU enthalten hat, ist es sicher wichtig, von einem Landesparlament aus da mal eine Initiative zu ergreifen. Zur Faktenlage. Der Mais ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Süßgräser, der ursprünglich aus Mexiko stammt. Und weltweit werden jährlich über 850 Millionen Tonnen eine Getreideproduktion geerntet. Nein, das habe ich nicht gegoogelt, das kann man auch so wissen. In den USA beträgt der Anteil an transgenen Sorten mittlerweile 85%. Und 2006, Herr Höhne, 2006 hat Puerto Rico die hier behandelte Maisserie 1507 vom Markt genommen. Und wissen Sie warum? Nein, Puerto Rico hat sie deshalb vom Markt genommen, weil der Schädling, der mit dem CRY1F-Enzym, was dort produziert wird, vernichtet werden soll, resistent geworden ist dagegen. Komisch, wenn man immer nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handelt und nur straight linear denkt, produziert man gerade im Bereich der Gentechnik und nicht nur in der neuen Gentechnik, auch in der Oldschool-Gentechnik über Züchtung Dinge, die, wenn wir nicht aufpassen, uns an den Rand einer Katastrophe führen können. Der Mais 1507 ist im Genom an genau zwei Punkten modifiziert. Zu einem produziert er das Enzym Phosphinotricin-Acetyltransferase, was gegen das Herbizid Glufosinat unempfindlich machen soll, und das eben schon genannte Protein CRY1F, wogegen ein Maisschädling in Puerto Rico schon Resistenzen entwickelt hat. Ich denke, wir können uns das nicht leisten. Und ich möchte zuerst auch mal versuchen, fernab von den ethischen Fragestellungen, die auch wichtig sind, mal grundsätzlich zu werden an dem Punkt. Und dazu erzähle ich Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel. Im Jahr 1950 hatte die Sowjetunion Devisenprobleme und hat versucht, über Pelzproduktion den westlichen High-Society-Pelzmantelmarkt zu befüttern. Und das mit Silberfuchspelzen, die es nur in Russland gibt. Das Problem bei diesen Tieren, wenn man sie in Gefangenschaft hält, ist aber, dass sie aggressiv werden, auch gegen sich selbst, bis hin zur Sterilität. Und so erhielt der russische Genetiker Dmitri Beljajew den Auftrag, zahme Silberfüchse zu züchten. Und er hat das gemacht. Er hat aus einer Riesenpopulation von 500 Tieren die am wenigsten aggressiven rausgenommen, die sich miteinander verpaaren lassen, und hat das 15 Mal gemacht, über 15 Generationen hinweg. Die Veränderung war hochinteressant. Die Silberfüchse hatten Schlappohren, warfen sich auf den Boden, wenn der Pfleger kam, auf den Rücken, um gestreichelt zu werden, und bellten. Das Problem war aber, sie hatten gescheckte Felle und waren damit nicht verwendbar für die Pelzmantelproduktion. Das heißt, wenn man genetisch irgendetwas macht, kommt immer etwas anderes raus in einer Nebenwirkung als das, was man ursprünglich beabsichtigt hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben vorhin über Wissenschaftslandschaft debattiert. Das liegt daran, dass das Denken im wissenschaftlichen Mainstream an der Stelle, dass unsere Verstandesmechanik noch nicht ausreicht, um die, in Anführungszeichen, Mechanik des Lebens voll zu begreifen. Von daher haben wir immer mit Nebenwirkungen zu rechnen. Das ist so. Und von daher schließen wir uns natürlich auch dem Antrag an. Und was die EFSA angeht, die Europäische Ernährungsmittelbehörde, da muss man auch noch mal vorstellig werden. Die hat nämlich sehr schlampig recherchiert zum Thema der Zulassung von 1507. Es gibt andere Untersuchungen, die sagen, dass dort nur Analogieschlüsse gezogen worden sind und nicht, dass CRY1F selber betrachtet worden ist. Es hat keine Untersuchung stattgefunden, wie sich dieses toxische Enzym im Boden verhält gegenüber anderen Insekten. Man muss da auch auf die EU einwirken. Und darüber hinaus besteht noch die Gefahr, selbst wenn wir einen Beschluss herbeiführen, die Bundesregierung dem zustimmt, dass wir keinen gentechnisch modifizierten Mais in Nordrhein-Westfalen oder in ganz Deutschland verwenden, dass, wenn wir ein Freihandelsabkommen abschließen mit den USA,
Die Gefahr besteht, dass wir in 2-3 Jahren über DuPont Chemical eine Klage ins Haus kriegen, die auf die Marktzulassung von 1507 hier besteht. Und da kann ich nur vorwarnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr